Da habe ich eine interessante Information gekriegt. Von den Kelten heißt es, ich schlage hier mal Wikipedia auf. Zunächst sind Kelten eine Sprechgemeinschaft des keltischen Astes des Indogermanischen. Und dann ist ja noch, dass die schwer als Volk zu fassen waren, weil die so spretted Wesen sind. So weitet im Lande, nicht so verdichtet in festen Völkern. Das hat ebenso einen Grund, nämlich dass Kelten einmal niemals gierig sind im Trieb. Germanen sind das, weil Ger von gierig stammt. Germanen sind gierige Manische, welche sehr egozentrisch, sehr egozentrisch ihre Idee des Lebens anderen aufgedrückt haben. Und somit eine Art Volk, das ist dann, Volk ist da, so Menschen folgen. Volk folgen ist sehr ähnlich. Erfolgstrebsame sind Menschen, welche befolgen, was Macht ist. Und so landen Erfolgstrebsame befolgsam im Verfolgungswahnsinn. Kelten sind also ungierig, manisch, so unfolgt. So Menschen folgen, ist das Schöpfertrieb blockiert. So Schöpfertrieb stimmt, ist Schöpferwesen niemals folgsam. Folgsam heißt ja etwas nachahmen. Was jemand weiß, was allen gut ist, gut vergattert, umklammert. Das heißt es nämlich das Gute im Herkunftswörterbuch. Also das Deutsche mal klären und dann entdeckt das Deutsche, das Wurzel im Keltischen ist. So habe ich einmal in einem Buch einliest, dass Deutsch eine Art Schimpfwort von den Germanen an die Keltenwesen ist. Also diese Unfolgsamen, welche den Germanen nicht folgen wollen. Und die Vertreibung des Triebes ist ebenso im Vertriebswesen klar da. So das Wort vertrieben ist das Wort ist der Wortweg, welcher vom Wort da weggeht. So das Wort da ist das Wort niemals weg. Niemals vertreibt. Ist's Wort im Trieb, im Stammtrieb, dann stimmt's. Ja. Schönes, klares Denken allen Wesen. Im Deutschen ist das sehr deutlich schön möglich. Danke, Deutsch.